Hallo, hallo, ich begrüße euch zu Let's Play Enslaved Part 30 oder so. Ja, doch, müsste sein. 30. Es geht weiter. Ja, und wir werden anscheinend angegriffen. Ah, ja, war klar. So, letztes Mal waren wir hier stehen geblieben. Ja, genau hier. Ja. Ach ja, genau. Wir hatten das mit dem Gas gemacht. Also wir haben irgendwie Gas rausströmen lassen unter seinem Hintern und haben das dann angezündet. Haben ihn Feuer unter dem Hintern gemacht. und jetzt müssen wir noch ein bisschen rumballern mit dem Stab. Dann ist er dann auch weg. Hoffentlich. Hoffentlich. So, da sind die Ziele und die versuche ich jetzt so einigermaßen zu treffen. Eins. So, ich will den. Den. Na, zeig ihn mir. So, jetzt den. Zeig ihn mir. Da. Kann jetzt ein bisschen komisch. Zeig ihn. So, ist das Ding jetzt tot? Boah, ist das Ding riesig. Weg. Den habe ich nur leicht angenervt. Scheiße! Ich muss hier weg! Los! Oh, scheiße! Alter, der macht ja alles kaputt! Spring doch! Nein! Boah! Puh! Boah, Alter, ist das Ding groß! Neues Lasers wieder. Super. Hat sie mir jetzt gar nichts gemacht, oder was? Scheiß. Au! Die schon wieder. Gibt's ja auch noch. Stimmt ja. Wieso hat er gerade nicht geschossen? Naja, egal. Nein! Was war das denn? Au! Ey. Die Schüsse gehen immer daneben. Egal, ob ich ziele oder nicht. Ich könnte auch einfach so schießen, ohne zu zielen. Würde ich genauso viel treffen. So, manuell ist alles doch eh viel einfacher. So. Wo zielst du eigentlich immer hin? Oh, lass ihn weg. Und ich kann nicht abwehren. Warum? Aber es wehrt ab, wie ein Weltmeister. Fokusattacke. Hat die Attacke jetzt überhaupt irgendjemanden getroffen? Ey, diese roten Maxen jetzt. Boah. Erstens total nervig und zweitens halten die scheiße viel aus und das ist kacke. Ah, da noch ein Ventil. Okay. Ich muss erstmal L2 drücken. Nee, L1 drücken. So. Okay. Gib's ihm nochmal mit dem Brennstoff. Machen wir. So. So. Na, ich sehe schon, recht hat er wieder diese Dinger. Ja. Ja, okay. Okay, gut. Ich weiß noch mehr von Schildern geblasen. Boah, das Ding raucht schon. Okay, das ist anscheinend schon fast kaputt. Oder das sind wir. Die brauchen. Ja, musst du. Das ist ja nicht schlimm. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Jetzt wieder von hier? Nur von hier sehe ich auch nichts. Da ist was. Oh! Das ist ein Mac. Kein Wunder, dass wir was sehen. So. Da sind ja diese türkisen Steine. Achso, ja, ist irgendwo klar. Hier. So, da hoch. Da, da.
So. Oh, jetzt wieder zielen. Naja. Nein, wir haben noch einen Schuss. Super. Wie sollen wir das denn machen jetzt? Ja, und nu? Oh, wir haben wieder 6 Schuss, warum auch immer. Naja. Verstehe ich jetzt nicht. Hier geht das Ziel einigermaßen, aber bei Max, keine Ahnung. Da geht's immer durch. Naja, auf jeden Fall ist das Ding jetzt eigentlich down, oder? Ah nein! Wieder runter! Runter, 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 runter! Boah, fuck, runter! Weg, 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 weg! Na! So, jawohl. Oh, perfekt. Super. Und wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, uns das anzugucken. Oh, klasse. Aber das Viech lebt noch. Warum lebt es noch? Ich hoffe, das war's. Ja, scheiße, wenn er jetzt nochmal wiederkommt. Aber waren da nicht noch 100 andere? Das war so klar. Okay, Chef, was machen wir jetzt? Okay, ich habe ihn gescannt. Mein Scan zeigt ein paar Schwachpunkte. Versuch drauf zu schießen. Okay, wieder zielen. Das war klar. Alter. Oh! Da ist ein Mac. Au. Ich hasse diese Elektromacs. Die sind scheiße. So, der Kopf abreißen. So. Na, ja, so. So, oh, pff, da wollen wir nicht rein. Nee, wir wollen zielen. So. Ja, so, genau so. So. Okay, einen Punkt gibt's da noch. Und wie kommen wir da hin? Ah, okay. Gut. Aber das ist gerade sein Laser. Wie soll ich denn jetzt da hin? Ach, dein Laser ist weg. Blöd. Und wir können da nicht rüberspringen. Scheiße, doch. Puh. Ah, runter. Oh. Ich habe das Gefühl, bald ist das Spiel zu Ende, weil eben, ne? Hier das letzte Mal aufrüsten und so, und das heißt ja wohl, dass wir nicht mehr so weit vom Ende entfernt sind. Bist du wohl jetzt tot? Mann! Runtergedrückt von dem Zahnrad. Er sitzt fest! Schalten wir die Primärwaffe aus! Das ist unsere Chance! Schieß auf den Schwanz! Oder hätte ich jetzt von da getroffen? Nein, der Schwanz ist da oben. Bei dem Ding ist der Schwanz halt oben. Da muss ich auch nach oben. Um zu treffen, was zum... Da. Scheiße, Mac. So. Aber da kommen jetzt bestimmt 100 andere noch dazu. Oder doch nicht. Nö. Auf jeden Fall haben wir jetzt nur noch 2 Schuss und da sind mehr Dinge als 2. Und wahrscheinlich verfehle ich jetzt einen auch noch. Nee, der ging. Den da. Nein, nicht auf mich schießen, Mann. So. Jetzt brauchen wir aber noch einen Schuss. Ah, da. Und ich sehe es nicht, ich Idiot. So, aber wie kommen wir jetzt an den letzten Punkt heran? Geht's von hier? Nein. Oh, und wir haben so viel Leben. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, so viel Leben. Wir sind total verwöhnt. So. Mann. Fall doch einfach ab.
das zu Ende. Oh. Reiße sie ab und schieß sie ihm damit in den Kopf! Okay, machen wir. Ey, das will ich sehen, wenn das jetzt klappt. Rüber, rüber. Ey, das wäre so geil. Wie will denn das machen? Das gibt's halt. Was? Das ist ein Hulk, ist das. Scheiße. Tatsache. Ja, einmal abgetrennt. Super. Geil. Wie hast du das denn jetzt hingekriegt? Ey, geil. Hammer. Leider noch nicht ganz. No. Das war's. Schilde bei 4%. Der Große ist hin. Schilde bei 4%. Nein, keine Chance. Was machen wir denn jetzt? Ich habe noch einen Plan. Was wäre, wenn ich den ganzen Saft der Waffen auf den Antrieb umleite? Dann fliegt das Ding in die Luft. Nimm sie, Monkey. Es geht nicht anders. Es muss anders gehen! Ihr müsst aus dem Explosionsradius raus! Monkey! Los jetzt, mach schon! Nein! Wir haben sie, nein! 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 Hinter dem Ganzen. Stopp. Was macht ihr beiden hier? Wieso greift ihr mich denn an? Wer bist du? Ich bin Pyramid. Du hast uns doch angegriffen! Und versklavt! Ich versklave niemanden. Ich rette Leute aus der Wüste. Ich schenke Leben. Du schenkst Leben? Wie meinst du das? Ihr versteht nicht, was Pyramid wirklich ist. Ich erklär's euch. Pyramid ist das Gedächtnis eines Mannes, der vor dem Krieg lebte.
Seine Erinnerung an die Welt, wie sie einst war. Ich bin Pyramid. Ich bin dieser Mann. Doch ich bin mehr als nur Erinnerung. Mehr als nur ein Archiv. Ich bin eine Arche. Diese Bilder. Das habe ich gesehen. Durch das Stirnband. Du siehst, was ich mit ihnen teile. Sie sind keine Sklaven, sondern Bürger. Sie haben Jobs. Sie heiraten. Ziehen ihre Kinder groß. Die Kinder gehen zur Schule. Ihr habt keine Schulen. Ihr habt Max. Eure Welt ist die Wüste. Ein steter Kampf ums Dasein. Pyramid ist eine Welt, in der man leben kann. Aber du zerstörst diese Welt hier um der Alten willen. Seht doch selbst. Seht, was sie haben, ehe ihr es ihnen nehmt. Na los. Na los. Setz die Maske auf. Monkey! Warte. Vertrau mir. Das Richtige? Alter. Boah. Ich war jetzt einfach mal die ganze Zeit still. Ich bin... Boah. Nein, Alter. Ich bin gerade so geflasht. Was war das denn für ein Ende? Das war der Wahnsinn. Das war ja... Boah.
Oh, das tut mir leid. Ich sag dir jetzt nichts mehr zu. Das war echt der Wahnsinn. Das war so geil, gerade das Ende. Das war echt richtig, richtig klasse. Super gut gemacht. Perfekt. Ich habe ja gesagt, das Portal 2 Ending wäre ja super, aber das ist gar nichts hiergegen. Also, wow. Das Ende war jetzt richtig geil. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht. Also, Pyramid war jetzt irgendwie so ein Typ einfach nur, oder so ein... Der hat sich selber ja eine Arche genannt und der hat jetzt irgendwie alle Menschen gesammelt und hat den so halt diese Stirnbänder, diese Sklavenstirnbänder aufgelegt und hat den halt irgendwie in so eine imaginäre Welt, die halt so aufgebaut war wie die alte Welt vor dem Krieg, hat den halt irgendwie so ein neues Leben geschenkt als Menschen in der alten Zeit und irgendwie, ja, keine Ahnung, also war kein Sklavenhändler, sondern irgendwie einer, der alles so haben wollte wie früher oder so. Und es war auch dieser Typ, den wir die ganze Zeit aus den Visionen gesehen haben. Jetzt weiß ich's. Das war er. Das war er. Boah. Ich kann gerade nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Ich nehme schon seit 21 Minuten auf. Ich glaube, ich mache da jetzt zwei Videos draus oder so. Auf jeden Fall Wahnsinn. Wahnsinnsprojekt. Boah, Hammer. Geil. Würdiger zweiter, hier. Würdiges zweites Projekt. Das war super. Oh, geil, das Spiel war, wow, das war richtig gut, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu LP'en und also die Charaktere, die Hauptcharaktere, Trip, Monkey und hier Pixie, wahnsinnig gut gemacht, sehr authentisch auch, nicht realistisch jetzt von der Grafik, von der KI her, wie die sich bewegt haben, bla bla, sondern einfach nur authentisch, was die Trip zum Beispiel hier am Ende gemacht hat. Die hat ja hier die Leitung von dieser Halbleiche da rausgezogen, und weil die halt Schiss hatte, die hatte Angst, die wusste nicht, was da mit Monkey passiert und hat halt nur reagiert. Das war, wow. Also, das Spiel war echt super, die Charaktere wachsen einem Spieler wirklich ans Herz. Alles sehr authentisch, super. Hammer. Hammer Projekt. Ich fand's super. Bitte schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Das war echt der Wahnsinn. Das war klasse, super Projekt. Hammer. Ich werde es wahrscheinlich auch noch einmal durchspielen irgendwann, aber in nächster Zeit kommt dann wahrscheinlich was anderes. Aber was denn? Was mache ich denn jetzt danach? Ich habe sowas von keine Ahnung. Keine Ahnung, schreibt's bitte unter die Kommentare oder ich mache wahrscheinlich so ein nächstes Projekt Aussuchvideo, wie machen wir das denn jetzt? Ihr macht Kommentare unter dieses Video und dann werde ich halt ein paar Vorschläge raussuchen. Die mache ich dann als Kommentare unter dem Projektaussuchvideo und da müsst ihr dann halt mit Daumen hoch oder Daumen runter bewerten, welches ihr dann gerne sehen möchtet. Okay, machen wir so. Hier einfach jetzt ein paar Projektvorschläge sammeln. Einfach irgendwas hinschreiben, was euch so spontan einfällt. Bitte nichts von der Xbox und bitte auch nichts vom PC. Von der Wii bitte auch nicht und von den kleinen Konsolen auch nicht. Sondern nur von der PlayStation 3. Bitte keine Spiele ab 18. Und keine nur Ballerspiele. Aber ach, das kommt alles in dem Projektaussuchvideo. Okay, Wahnsinnsprojekt Enslaved, das letzte Video. Super. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Klasse. Ich könnte klatschen. Hammer. Super gut. Wie fand's ihr jetzt? Wie fand's ihr jetzt? Oh, ich kann gerade echt nicht. Ich bin immer noch geflasht von dem Ende. Oh, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.